Hallo, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Video möchte ich euch einfach mal so ein bisschen darüber informieren, wie es bei mir jetzt so weitergehen wird. Ich habe vor kurzem einen Videodreh mit Kolja gehabt. Wir haben richtig schön zusammen trainiert, haben ordentlich zusammen gepumpt. Und ja, bei mir geht jetzt meine Diät zu Ende. Ich habe mich, sage ich mal, runtergehungert auf 77,5 Kilo. Bei mir geht es jetzt wieder richtig los mit Aufbau von Muskelmasse. Das heißt, Definition reicht mir soweit. Ich lasse euch mal so ein paar Impressionen auf Facebook da, wie weit ich jetzt runtergekommen bin mit Körperfett und so weiter, mit Definitionsgrad. Mir reicht es jetzt auf jeden Fall. Der Sommer neigt sich ja auch dem Ende. Von daher geht es bei mir jetzt wieder in die vollen Masseaufbaus angesagt. Ich möchte wieder auf meine 82 Kilo kommen, die ich ja eigentlich nicht unterschreiten wollte. Ja, so kommt es, wenn man viel zu tun hat, wenn man viel Stress hat. Da wirkt einfach das Stresshormon oder die Stresshormone noch irgendwo auf den Stoffwechsel ein. Und obwohl man genauso isst, genauso trainiert, fängt man auf einmal an, Gewicht abzubauen. Und das Ganze ging bei mir wirklich so weit, dass ich unter meine neuralgischen 82 Kilo gekommen bin, was ich eigentlich nicht wollte. Und stand dann auf einmal bei 77,5 morgens auf der Waage und dachte mir, nicht ernsthaft, habe nochmal nachgemessen, dachte mir, das kann nicht sein. Und habe ein drittes Mal gemessen und die Zahl hat sich nicht verändert. Und da war ich mir sicher, Tatsache, 77,5 Kilo auf 1,76 Meter. Ja, das ist schon relativ wenig für mich. Jetzt wisst ihr Bescheid, sportlich gesehen wird es bei mir auf jeden Fall wieder Richtung Muskelaufbau, Richtung Masseaufbau gehen. Ich werde da natürlich auch gerade was meine Ernährung, mein Training angeht, wieder umstellen. Werde auch mal wieder ein bisschen Kraftausdauer machen. Das habe ich bei Kolja auch gerade gemerkt, dass er eben durch CrossFit im Bereich Kraftausdauer richtig fit ist. Und da hat es mir einfach nach hinten raus teilweise so ein bisschen gefehlt. Und da muss ich sagen, hat die Diät einfach so doll an mir gezerrt, dass ich merke, auch eben leistungsmäßig habe ich Abstriche gemacht. Das wird sich auch in der nächsten Zeit ändern. Also wie es bei mir sportlich aussieht, das habe ich euch jetzt erklärt. Und wie es bei mir beruflich weitergeht und so, da werde ich euch im nächsten Video ein paar Sätze zu sagen. Da wird sich nämlich auch einiges ändern. Ich will noch nichts vorwegnehmen, aber was sich bei mir beruflich ändern wird, wird noch mehr sein, als was sich bei mir jetzt in nächster Zeit sportlich ändert. In dem Sinne, seid da gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.